Der häufigste Eingriff bei Frauen ist bei uns in der Ästhetik-Klinik-Gruppe sicherlich die Brustvergrößerung. Hier haben wir uns auf ein besonders minimalinvasives Verfahren spezialisiert, das wir mittlerweile sehr häufig durchführen. Das ist die endoskopische Brustvergrößerung, bei der die Implantate über die Achsel eingebracht werden. Das Besondere an dem endoskopischen Verfahren ist dabei, dass mit dem Endoskop unter Sicht am Monitor sehr exakt präpariert werden kann, nämlich genauso exakt wie bei den klassischen Verfahren aus der Unterbrustfalte, und dass die Operation in der Regel so blutarm durchgeführt werden kann, dass keine Drainagen erforderlich sind. Über dieses Verfahren sind auch Implantatwechsel, Korrekturen oder Behandlung von Komplikationen möglich. Der stationäre Aufenthalt beträgt in der Regel eine Nacht. Auch dieser Eingriff kann mittlerweile ambulant durchgeführt werden.